Hallo zusammen und willkommen zurück in meiner wunderbaren kleinen Welt hier in Yonder. Und... Oh, ich hab was. Nur Holz. Schade. Ich war auf der Suche nach... Lass mal schauen. Holz für Planken. Ich habe erfahren, dass manche Gilden Spezialgegenstände besitzen. Diese Gegenstände sind nur in begrenzten Zahlen bei Händlern zu finden. Wer wollte das nochmal von mir? Oder war das irgendein Schild? Hm. Das war der alte Mann, den ich suchen sollte. Zauberer Duples? Die Katzen? Oh, das wird, glaube ich, ein längeres Projekt. Aber ich habe schon 4 Sandpfötchen. Und eine Bergkatze. Und ich habe letztes Mal genau sogar noch eine gescheckte braune Katze gefunden, obwohl die nur 6 will. Das war die Steinbrücke, wo ich noch nicht weiß, wie man und woher man Steine, Steinbögen und Steinsäulen bekommt. Dann suche ich eigentlich auch noch immer nach der Mannschaft. Denn bisher bin ich nur über Seemann Tack gestolpert. Der Glanzsandschrein verlangt Sonnenbrillen von mir. 3 Stück. Ich weiß immerhin, wo es eine gibt. Geschichte zweier Brüder. Oh ja, genau, das war das. Ich kann mich entscheiden, wem ich helfe. Entweder einem der beiden Brüder. Einen von denen habe ich für eine Schwester gehalten. Vielleicht ist es auch eine Schwester und es wurde falsch übersetzt von Siblings. Wer weiß. Oder der Mutter helfen, damit sie zusammen was herstellen können. Auf jeden Fall braucht es Planken, Nägel, Kleber und geformte Planken. Dann Gildenmeister. Stell als Schreiner für die jeweilige Gilde Sachen im Wert von 1000 Geld her. Und das war dasselbe hier. Oh, bisher 361 habe ich schon hergestellt. Tja, aber was mache ich jetzt mal? Oder gehe ich einfach noch ein bisschen erkunden? Guck ich mal kurz auf die Karte. Ui, einmal rauscrollen. Was haben wir denn so? Das hier hinten, das ist diese Wüste, genau. Finde den Zauberer, der hockt da ganz hinten in der Ecke. Das ist der Schrein und die Düsternis, da brauche ich noch mehr für. Dann gibt es hier noch viele Düsternisse. Das war das Holz für die Planken in Springmoor. Da gibt es auch nochmal eine Düsternis. Ich bin mir sicher, in die Richtung geht es dann auch noch weiter. Hier hat es einen Hof. Genau, das war der Feuerwindhof. In der Nähe vom Stein der Weisheit. Was ist das hier gewesen? Da war ein Händler. Oh, das blinkt immer auf. Numino-Gipfel. Fleckenbaumwald. Crestfall-Küste. Wo gehe ich denn mal hin? Vielleicht gehe ich einfach mal zur Küste und laufe dann mal in diese Richtung. Einfach zum Erkunden. Und guck, was es da so gibt. Ich glaube, da habe ich heute Lust zu. Das klingt super. Dann laufe ich mal in Richtung Küste. Hallo, Koffle. Ah, eine Blume. Die nehme ich mit. Schon mal auf dem Weg sind. Jui! Hoppala! War da gerade was? Habe ich da etwas gehört? Oder habe ich es mir nur eingebildet? Ich glaube, ich habe es mir nur eingebildet. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Laufe ich einfach mal weiter. Ich wollte mal da hinten in die Gegend gucken.
Und ich könnte mal gucken, was hier drin ist. Ja, bumm. Zedetsch. Zedetsch. Hm. Kennt ihr das? Wenn man so man meint, man hat was gehört und dann hört man überall was, selbst wenn da gar nichts ist. So fühle ich mich gerade so. Oh, oh, oh. Oh, was haben wir denn hier? Butterbeeren. Butterbeerenblume. Ha, ich habe eine Butterbeere. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Oh, da muss ich gleich gucken gehen. Das sind Lampignons, die wie Fische aussehen. Oh, Zaumeingang. Hallo. Ja, hier. Hallo, du. Was ist denn dein... Du bist Fischer. Fischer, was ist dein Begehr? Fischlein, Fischlein klein. Magst nicht an meinem Haken sein? Bist du dick oder schmal? Wenn du am Haken hängst, ist es egal. Bist du wegen dem Angelwettbewerb hier? Um zu gewinnen, musst du mehr Fische fangen als alle anderen. Du musst in 3 Minuten so viele Fische fangen wie möglich. Bist du bereit? Oh, oh, okay, okay. Los geht's. Darauf war ich nicht vorbereitet. Oh mein Gott. Da ist ein Fisch. Sehr gut. Habe ich. Ein Dippfisch. Jawohl. Oh mein Gott. Plötzlich ist man in einem Wettbewerb. So schnell kann's gehen. Na, komm, beiß an. Sehr gut. Oh, 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 oh. Oh. Puh. Dippfisch. Noch ein Dippfisch. Ob es hier auch was anderes gibt außer Dippfische? Vielleicht mal ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch wieder ein Dippfisch. Komm her, komm her. Beiß an, beiß an. Gut so. Ja. Dippfisch. Oh, die Zeit läuft. Dippfisch? Noch ein Dippfisch? Na, wo seid ihr? Huch. Den habe ich gar nicht gesehen. Und auf einmal musste ich... Nein. Nein. Komm her. Komm her. Lass dich fangen. Sehr gut. Noch ein Dippfisch. Da kriege ich noch einen raus. Das kriege ich noch hin. Oh, da ist ein großer. Oh, da ist ein großer. Mal gucken, ob das ein sehr, sehr großer Dippfisch ist oder tatsächlich mal ein anderer Fisch. Ja, komm her. Ein Yangfisch. Der sieht ja cool aus. 14,45 cm und das ist noch ein kleiner. Wow. Der sieht echt cool aus. Schwarz-weiß. Voll cool. Na? Na? Mein kleiner Freund, der Dippfisch? Ah, nein! Komm her! Komm her! So ist gut. Dippfisch. Und, kriege ich noch einen? Eine Minute ist noch. Vom Nachtangeln zum Tagangeln. Oh, ist das wieder so ein Schwarz-Weißer? Komm her. Beiß an. Komm. Yangfisch. Yangfisch hieß es. Bist du wieder ein Yangfisch? Ich fand dich nämlich extrem schick. Ah, komm schon. Nein, du darfst mir nicht entkommen. Ja! 14,04. Der ist ein bisschen kleiner als der davor. Halbe Minute noch. Go, go, go. Komm schon. Da hinten noch ein Dippfisch. Komm her, Dippfisch. Komm her. Sehr gut. Kriege ich den raus? Man weiß es nicht. Oh, so viel Stress? Am Nachmittag. Oh mein Gott. Puh. Aber ich glaube, in den letzten 10 Sekunden ziehe ich da jetzt nicht nochmal einen Fisch raus. Ah, 7. Oh, aber da wäre wieder so großer. Den will ich noch. Bitte, bitte brich nicht ab. Verdammt.
Was für ein Fang! Du hast den Wettbewerb gewonnen! Ja! Da haben wir uns einen echten Meisterfischer geangelt. Dankeschön. Aufgabe abgeschlossen. Angeln. Yay! It's not a competition, but I'm winning. Süß. Ich mag's. Das kann man jetzt beliebig oft wiederholen. Sagt er wieder sein Gedicht auf. Ja. Das kann man immer wieder wiederholen und scheinbar gibt es dafür diese Münzen. Und das ist ja nicht schlecht, finde ich. Und diese Münzen? Für diese Münzen kann ich mir irgendwann einen Groffelrucksack besorgen. Hoffe ich zumindest, dass ich das kann. Was bist du denn? Ein Glanzfuchs. Was bist du denn? Ein Blumenschweinchen. Oh mein Gott. Was fressen die wohl? Warte. Direkt ausprobieren. Fressen Glanzfüchse auf Butter? Und was möchte ein Blumenschweinchen? Hm? Wo ist Kari, wenn man sie braucht? Ups, falsche Taste. Schnell mitnehmen. Also, dein Lieblings... Du magst auch Futter? Sieht fast so aus, oder? Was sehen? Ja, Futter an Glanzfuchs geben. Aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte ihn nur bewundern. Er ist rosa. Er ist rosa. Hey, du Hübscher. Du Hübscher. Ja, ich würde dich direkt mitnehmen. Aber ich kann nicht. Ich habe versprochen. Also eigentlich wollte ich ja ein Fabbit-Ding machen. Aber das habe ich jetzt auch schon wieder. Da hinten leuchtet es blau. Oh, oh. Warte. Da leuchtet es blau. Entschuldige, Schweinchen, ich will dich nicht erschrecken. Schnell rüber. Hier sind schon wieder solche Dinger. Hm. Damit kann man doch bestimmt irgendwas machen. Nur was ist der Trick? Ich weiß es immer noch nicht. Jetzt gucke ich mir erstmal das blaue Leuchten an, wenn ich da rankomme. Aber da komme ich gar nicht ran. Hm. Gucken, was passiert, wenn ich nach rechts drehe. Okay, da passiert nichts. Jetzt habe ich es einmal um sich selber gedreht. Ich wollte gucken, ob man das reindrehen kann und damit das dann dazu bringt, sich zu bewegen, aber war scheinbar nicht der Fall. Hm, springen kann man auch nicht. Was seid ihr nur für Dinger? Müsst ihr in die entgegengesetzte Richtung gucken vielleicht? So, und du auch? Lass mal sehen. Hm, nein. Tja. Oh, falsche Taste. Ich frage mich auch gerade, was das darstellt. Hm. Na, was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte einen Stall für meinen Fabbit. Noch nicht meinen, aber bald hoffentlich habe ich einen Fabbit bauen. Aber das habe ich jetzt komplett unterschlagen, weil ich bummeln gehen wollte. Und dann habe ich dieses blaue Glänzen gefunden. Und weiß leider nicht, wie ich daran komme. Oh. Mist. Ich hoffe ja immer noch, dass ich auf meinen Reisen irgendwo jemanden begegne, der mir dazu was erzählt. Aber bisher? Hm. Bisher hatte ich leider kein Glück. Schade. Ich schnibbel noch ein bisschen rum. Damit die Füchse mich nicht fürchten. Hui! Und einen Baum kann ich pflanzen. Sehr schön. 23 kann man hier noch pflanzen. Soll man hier noch pflanzen. Ich werde mein Möglichstes tun. Versprochen. Ich pflanze nämlich echt gerne Bäume. Da kann auch noch einer hin. So. Da. Ich wüsste was... Das ist echt ein Schweinchen. Das vollkommen von Blumen überwuchert ist. Wenn ich nur wüsste... Wenn ich nur wüsste, was es mag.
Was mögen Schweine? Nüsse, Mais, Gemüse? Vielleicht finde ich ja Kari irgendwo. Die wird es mir doch sagen können. Sie war doch bisher immer irgendwo in der Nähe. Wenn ich neue Tiere gefunden habe. Mal schauen. Kari, wo bist du? Es ist schon eine bezaubernde Gegend hier mit den Palmen und so. Sehr sommerlich. Sehr urlaubsmäßig, wenn man so möchte. Ich finde es schön. Ganz entspannt. Da hinten ist wieder der Angelmensch. Oh, und mehr Erz. Kurz mal neugierig nachgucken. Bastlerin, Konstrukteurin, Schreinern, Kochen, Brauen, Schneidern und Meisterzeug. Ich frage mich gerade, wozu man wohl das Erz braucht. Vielleicht bei dem Bastelzeug, weil das sieht so nach Zahnrädern aus und so. Vielleicht kann man da dann, ja, irgendwelche Metallsachen herstellen. Oder so, so. Wie nennt man das auf Deutsch? So Clockworks. Mäßig. Wer weiß. Machen wir einen Strandspaziergang. Was ist das? Ach, das ist so ein Blumenschweinchen, oder? Ja. Ich nur wüsste, was du magst. Liebes Blumenschwein. Dann würde ich es dir sofort geben. Oder vielleicht auch nicht, aber dann... Geist, Geist, Geist. Oh, bitte sag mir. Ich bin in der Motscha. Motscha? Bucht? Hallo? Amible. Amible? Amible? Hast du gehört? In Wimblewick sind sie sehr interessiert an Holzwaren. Danke. Die sieht aus, als hätte sie gute Laune. Oh, bin ich hier in dem Dorf gelandet, in dem die Köche wohnen? Bala. Hallo, Bala. Ah. Fluffjungen sind so süß. Was sind Fluffjungen? Jetzt gucke ich erstmal hier. Pitcher! Oh, der lacht voll. Wie niedlich. Überall leckeres Essen. Leckeres Essen, da schlage ich zu. Oh, wie es aussieht, hast du was Leckeres im Rucksack. Und schwupp, schon mal drin. Hier gibt's noch zwei. Hallo, Imulkin. Die sieht ja auch nett aus. Geister sind überall. Was sie tun, weiß nur Gemäher. Aber ich weiß, dass es sie gibt. Scheinbar erinnern sich die Leute hier noch an die Geister. Es hieß ja, dass sie früher zusammengearbeitet haben. Aeris Volk und die Menschen sozusagen. Und die erinnern sich scheinbar auch alle noch. Oder nicht alle, einige. Was kann man hier so ertauschen? Ja, Essenssachen. Butter, Eier, Gold, Minze. Ah, das war das Beizzeug. Öl, Milchkuchen. Das klingt gut. Geisterfischeintopf. Fischküchlein. Und Tippfische. Mehl? Ui. So ein Jangfisch. Also gibt hier weniger, aber das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, muss ich sagen. Okay, nee, gerade möchte ich nichts tauschen, aber vielen Dank. Gerade gucke ich mich um. Das ist ja echt ein nettes Dörfchen, so mit dem Rauschen des Meeres und so. Ich mag es. Hallo? Jojo Cucinero. Cucinero. Oder so ähnlich zumindest. Oh. Hola, Reisender. Hat dich der köstliche Duft aus meiner Küche angelockt? Es riecht maravilloso. Fantastisch. Ja? Oh. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Ich bin Jojo Cucinero. Ein Extraordinario. Extraordinario. Ich kann das eher nicht so schön wollen. Es tut mir leid. Ein außergewöhnlicher Küchenchef und Anführer der Kochgilde. My kind of people. Hallo. Wir sind Fürsten des Frühstücks, Meister des Mittagessens, Sultane des Snacks und Apostel des Abendessens.
Ja, das möchte ich. Auf jeden Fall. Kochen ist mein Ding. Hm. Wenn du zur Gilde gehören willst, musst du beweisen, dass du es gebacken bekommst. Kleiner Wortwitz. Bring mir einmal Wasser und einmal Öl. Por favor. Bitte. Das ist gerade lustig. Ich habe nämlich morgen wieder Spanisch an der Uni. Und was brauchst du? Jubili. Das ist ein schöner Name. Ah. Jeder Tag sollte ein Feiertag sein. Oh? Warum besorgst du mir nicht etwas Festivalsaft? Und wir singen bis zum Morgengrauen. Die Dame möchte Festivalsaft. Na dann. Und wer bist du? Bugs. Was erzählt Bugs? Ja. Ich höre, da geht ein Mädchen und erzählt Witze. Wer hat denn Zeit für sowas? Das ist Violet und sie sucht ihren Meisterwitz. Bitte lass sie in Ruhe. Sie macht einen guten Job. Wirklich. Den letzten habe ich nicht verstanden, aber davor die waren eigentlich ganz nett. Oh, wer bist denn du? Emily. Hm. Dafür, dass du so klein bist, hast du eine ganz schön tiefe Stimme, Emily. Ich dachte immer, das Ostdorf besteht aus Treibholz und Bindfaden. Ich hoffe, diesmal hält es länger. Hey. Das schöne Ostdorf. Da habe ich geholfen, das wieder zusammen zu... Oh, ein Baum. Abgelenkt. Das habe ich geholfen, wieder zusammenzusetzen. Also das wird... Das hält bombig. Oh, ein alter Koch. Esra. Ha, Esra. Ich hörte, die Vorräte an Kleidung waren in Gerberei Püffeldipp sind komplett aufgebraucht. Das heißt, sie würden mir dafür viel Geld geben. Also viel Geld, viel Tauschwert. Da hatte ich ja nichts gegen, ne? Dann haben wir hier noch so. Rovian. Was bist du denn? Oh. Ich glaube, du bist eine Dame. Sie siehst auf jeden Fall totschick aus mit der Halskette. Oh. Und diesen Armbändern, nennt man das so am Oberarm? Wie auch immer. Scheint, du kommst in Guinea sehr gut zurecht. Ja, ich habe auch viele Leute, die mir hier helfen. Oh, das ist Luis. Oh. Oh je. Luis sagt, Kari hat es schwer getroffen, als die Düsternis die Tiere hier vertrieben hat. Also ist sie losgegangen, um sie zu studieren. Kommt Kari von hier? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sie sah nicht so nach einer Köchin aus. Das ist Philon. Ja. Ich habe gehört, Gigalev-Fische wurden im Glanzsand und im Feuerwental gesehen. Gigalev-Fische. Sind mir bisher noch nicht untergekommen. Aber ich werde die Augen aufhalten. Dankeschön. Ich suche Kartoffeln. Wenn du sie mir bringst, werde ich dich belohnen. Bala. Das nehme ich an, denn Kartoffeln, die habe ich zu Hause. Versprochen. Und du bist Wilkins. Hallo, ja. Wilkins. Ich liebe die Geräusche des Frühlings. Ich auch. Ganz im Vertrauen ist mit meiner liebsten Jahreszeit. Das ist Bala. Bala, du wolltest Kartoffeln. Und die werde ich dir auch verbringen. Das ist versprochen. Francis. Na? Aha. Wie können wir ohne Geisterseher je wissen, ob es noch Geister bei uns gibt? Ja, das ist nämlich die große Frage. Aber ich sag dir, es gibt noch welche. Ich habe ein paar gefunden. Da ist sie, oder? Violet? Ja. Violet, was ist dein neuer Witz? Jetzt kommt's. Was ist die Lieblingsspeise von Groffels? Ich weiß nicht, Violet. Verrat es mir. Marmelade. Okay, der war süß. Der war wirklich süß. Guter Job. Hat einer von euch Kari gesehen? Ich würde Kari gern... Oh, was ist das denn? Was ist das denn da hinten? Ich wollte sagen, ich würde Kari gern zu den Schweinchen befragen, aber... Ist das eine Riesenqualle? Das sieht fast aus wie eine Riesenqualle. Also ich glaube, es ist eine Riesenqualle, aber... Wieso hängt sie da einfach so und tut nichts?
Hängt sie mit der Düsternis hier zusammen? Ich glaube nicht, oder? 9 von 8. Ich kann sie auf jeden Fall beseitigen. Dann mache ich das doch recht direkt. Feuer frei! Hey! Ich meine, es tut der Qualle nichts, aber ich könnte mal schauen, wer hier drüben auf der Insel wohnt. Oh, mir fällt noch ein. Was ist er denn? Wiffy war der Geist ohne Geruchssinn, genau. Pitcher. Oh, Persönlichkeit aromatisch. Pitcher ist ein seltsamer Geist mit einer Vorliebe für Geschirr. Das war Bolt, der Stoffemann. Der Wiffy war auch super. Wo es stinkt, je mehr, desto besser. Da ist sein Lebensraum. Naja, er lebt seinen Traum, würde ich sagen. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass mein Rucksack stinkt, aber... Hallo, Jip! Meine Güte, ich hab mich ja halb tot gesucht nach euch. Wie geht's dir? Ah. Sehen wir den Jip? Ob man das wohl essen kann? Jojo Cocinero würde es bestimmt wissen. Ah, hallo! Freut mich, dass du gesund und munter bist. Mir geht es auch gut. Ich habe mich bis zu dem Dorf da drüben durchgeschlagen. Und stellte sich heraus, da leben lauter Köche. Mann, ist das Essen dort gut. Ich sammle Zutaten für einen neuen Eintopf, von dem ich dürfte. Nun, sagt Kapitän Pullin bitte, dass es mir gut geht. Er kann gerne mal vorbeikommen und meinen Eintopf probieren. Jip, ich werde es ausrichten. Die gute Jip war hier. Oh, ja. Oh, es freut mich, dass ich sie gefunden habe. Dann fehlt ja nur noch einer. Wo der sich wohl umtreiben mag? Oh, ich bin sogar noch drauf gewesen. Schnell einen Baum gepflanzt. Sehr schön. Also diese Qualle da, die sieht schon ziemlich cool aus. Mit ihren kleinen Kollegen. Das hat schon was. Wie der Glitzer da hochsteigt. Ob die vielleicht nur im Frühling hier rauskommt? Ob sie was zu bedeuten hat? Ob es eine Quest gibt? Weiß es nicht. Ich pflück erstmal noch ein paar Blümchen. Da oben sieht es auch nach einem großen, dunklen Wald aus. Spritz. Was war das? Mitternachts? Irgendwas, irgendwelche Mitternachtskätzchen kamen nur im Herbst zu Mitternacht raus? Ach, verdammt. Kari. Kari, erzähl mir doch was über die Schweinchen. Sommerblaue findest du im Schatten der Bäume. Seltsamerweise findet man sie im Frühling ebenso wie im Sommer. Okay. Ich wollte aber was zu den Schweinchen wissen. Genau. Blumenschweinchen haben 4 Mägen. Okay. Das sind wieder die Sommerblauen. Ja? Blumenschweinchen können durch den Popo an. Entschuldigung. Ich wollte schon sagen, das kann ich auch, aber. Alles klar. Das klingt wild, Kari. Die Sommerlangschwänzchen lieben es, sich in der Hitze abzukühlen. Suche an Flüssen, Seen und Meeren, wenn die Sommersonne scheint. Okay. Ja, mach ich. Aber... Ja, Blumenschweinchen haben 4 Mägen. Aber Kari, was fressen sie denn? Das ist auch eine wunderschöne Eigenschaft, das mit dem durch den Popo atmen, aber... Aber was essen sie? Ja, bitte verrat es mir. Pilze. Sie mögen Pilze. Natürlich die Pilze. Danke, Kari. Super, danke. Okay, dann weiß ich jetzt, was ich euch bringen kann. Naja, damit ihr mich mögt. Das finde ich gut. Jetzt muss ich dann nur noch über ein paar Pilze stolpern. Und dann kann ich mir so ein Blumenschweinchen mal anschauen.
Weil ich möchte wissen, wie die aussehen. Ich sehe ja nur die Blumenhintern immer, wenn sie vor mir wegrennen. Ich bin ja immer neugierig. Oh mein Gott. Es ist so niedlich. Guck mal die Nase an. Oh. Guck, da kann ich einen Baum pflanzen. Ich brauche unbedingt ein paar Pilze. Ich brauche ein Blumenschweinchen für zu Hause. Herrgott, ich brauche noch einen Hof. Ich muss irgendwie Themenhöfe machen. Der Fuchshof, der größere Tierehof oder so. 9 von 4. Ui, hier hätte ich schon früher vorbeikommen sollen. Hm? Na, dankeschön, Quiescent. Und schauen wir mal den Wald hier an. Die Bäume hier sind nicht so rosa. Ist schon Sommer? Nein. Sind rötlich. Aber vielleicht sieht es auch nur von unten so aus. Ich laufe mal rein. Oh, da ist schon wieder Düsternis. Wie viele braucht man dafür? Hm, da komme ich noch gar nicht richtig ran. Doch. 9 von 8, natürlich. Keine Macht der Düsternis. Huch. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch? Vielleicht von der Seite hier. Oh, was ist das? Ah, ich erinnere mich, so eine hatte ich schon mal. Und was bist du? Ein Dschungelfuchs. Du magst auch Futter, hä? Und du bist grün. Coole Farbe. Bin ich hier? Schnell mal gucken. Das ist der Fleckenbaumwald. Also war es vielleicht doch der Fleckenbaumwald, wo ich vorhin war. Nur, dass eben jetzt die Zeit vorangeschritten ist und dass die Bäume jetzt rötlich sind und nicht mehr so rosa. Und was ist das hier? Den Fleckenbaumhof. Ja. Ein neuer Hof. Holz, Liane. Da muss ich wohl Holz sammeln gehen. Hm. Ich einen Baum finden, den ich fällen kann. Eigentlich bin ich ja in einem Wald, da sollte das nicht so schwer sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Bäume hier sind nicht wirklich zum Fällen gedacht. Der hier vielleicht. Ja, der ist fällbar. Dann machen wir das doch. So. Und das auch noch. Und dann gucken wir mal, ob ich da gleich wieder was pflanzen kann. Leider nicht genau dieselbe Art Baum. Ah, es fehlt aber immer noch was. Ja? Kätzchen sagt miau. Wo bist du? Da! Hey, Kleines. Du hast entdeckt, lila Rex. Eine lila Katze. Ich mag lila. Das ist meine Lieblingsfarbe mit. Hopp, hopp, hopp. Stupp und stupp. Maiblattsamen. Den stelle ich gleich wieder hin. So. Was haben wir hier? Drogen, oder? Ja, sehr schön. Meine Sache das. So. Dann baue ich mal diesen Fleckenbaumhof. Wenn ich alle Höfe habe, dann könnte man sich daran machen, jeden Hof richtig schön herzurichten. Ob es wohl ein Limit gibt, wie viele Höfe man haben kann oder was man auf einem Hof haben kann oder... Hm. Ja, genau. Bitte einmal einen Hof bauen. Hm, der ist auch schön. Der wirkt so ein bisschen, oh, wie soll man sagen, so nach Reise. So mit dem Wagen hier, den Zäunen. Pick. Schon auch schön. Oh, da sind diese wieder.
auch schon wieder vergessen, was sie mögen. Was mögt ihr? Ah, Liane. Den Riesenhörnern. Oh, da ist jemand. Hey, du. Ja, ich sehe dich. Polly. Hey, Polly. Ah, oh. Oh. Hallo. Du. Mir ist kalt. Und nass bin ich auch. Oh. Schnüff. Im Regen draußen sein ist nicht lustig. Kannst du mir helfen? Ist etwas besorgen, dass Polly vor dem Regen schützt. Aber was? Ich könnte dir meinen Regenschirm geben. Oder. Oh je. Hast du eine Vorstellung, was du willst? Oh. Leider nicht. Mal kurz in den Kompass gucken. Was könnte das nur sein? Tja, da müssen wir wohl jetzt drüber nachdenken. Was das sein könnte. Was könnte sie im Regen schützen? Ein Regenschirm. Die habe ich aber bisher noch nicht gesehen. Was könnte es dann sein? Eine Decke? Eine Regenjacke? Eine Regenjacke! Es könnte eine Regenjacke sein. Ich glaube, davon habe ich sogar eine. Ich könnte sie auch machen. Naja, vielleicht nicht aus dem Stand, aber... Ich könnte einen Regenmantel machen. Dazu bräuchte ich ein Schneiderset, den gelben Farbstoff, Zirn, Öl, Seidestoff und Kurzwaren. Das könnte es sein. Lauf nicht weg, Polly. Ich verspreche dir, beim nächsten Mal bringe ich dir eine vorbei. Und ich glaube, ich muss gleich wieder mal eine Pause machen. Zeit fliegt so. Ah, da ist das, wo man wahrscheinlich eine Brücke bauen kann. Jetzt gerade habe ich leider keine Brücke parat. Siebte Kari. Ich mag den Wald. Irgendwie hat es hier... Es hat so was Friedliches. Oh, da ist Düsternis. Aha. Ob ich zu der hinkomme? Wahrscheinlich nicht. Ach, doch. Geschafft. Ich bin nicht ertrunken. Was ist das hier? Und zwar... Oh, 9 von 13. Das kann ich noch nicht tun. Noch jemand mit Problemen. Und zwar Opa Gidi. Oder Gidi. Gidi? Nein, das ist es nicht. Da drunter ist es nicht. Oh, hallo Junge. Hilf Opa mal. Ich bin kein Junge. Hast du meinen Bambex gesehen? Es ist klein, braun und bambexig. Frisst gerne Lianen, hat große Hörner. Du hast dein Bambex verloren. Ein Bambex oder ein gewisses Bambex? Braunes Shampoo. Ich sehe ein Bambex. Ich nehme einfach mal irgendeins mit. Oh, guck, was passiert. Hey, du. Ja, komm mal mit. Sehr schön. Folge mir. Braves Bambex. Braves Bambex. Noch ein Stückchen. Ist das das Bambex, das du suchst? Ein schönes Bambex hast du da, Kleiner. Sieht aus wie mein Bambex. Lass mal sehen. Ja, ja, ja. Nein, ja, nein. Das ist nicht mein Bambex. Seine Hufe glänzen zu sehr. Nicht aufgeben, Kleiner. Ich bin sicher, diesmal findest du es. Sorry, mein Kleines.
Reden wir mal mit deinem Kollegen. Hallo? mein kleiner Freund. Möchtest du eine Liane? Möchtest du mitkommen? Ja? Nein, nein, ich will deinen Kollegen mitnehmen. Jetzt habe ich sogar schon zwei Bumpexe, die mir folgen. Da ist das zweite. Ist das dein Bumpex? Seetangkuchen? Hm, nein. Eine Wolke, die aussieht wie ein Fisch? Lila Unterhosen? Nein, das ist es nicht. Hallo! Oh, ein Bumpex. Genau, danach suche ich. Lass mal sehen. Ja, ja, nein. Ja, nein. Das ist nicht mein Bumpex. Seine Hörner sind zu spitz. Nicht aufgeben, Kleine. Ich bin sicher, diesmal findest du es. Sorry, ihr zwei. Ihr seid beide nicht die Richtigen. Tja, dann haben wir nur noch das hier. Hey, Kleiner. Ich habe eine Liane für dich. Magst du mitkommen? Der Opa da weiß nicht, was er will. Oh, das eine geht schon wieder. So, schön rankommen. Jo ist brav. Hören wir mal, was Opa jetzt sagt. Wusstest du, dass Bumpex zählen können? Nein, nein, nein. Nein, warte. Das ist mein Bumpex. Sein Fell ist so weich. Danke, Kleiner. Ich liebe meinen Bumpex. Hier hast du einen Lederwams und eine pelzgefütterte Hose dafür, dass du mir mein flauschiges Bumpex zurückgebracht hast. Aufgabe abgeschlossen. Das ist nicht mein Bumpex. Dann freut es mich, dass ihr euch wieder habt. Ob die wohl Pflaumen produzieren? Oder Flausch oder so, wenn sie so flauschig sind? Sie sind auf jeden Fall sehr putzig. Die Geräusche sind so putzig. Weiter durch den Wald stromen. Ich mag diese großen Bäume irgendwie. Das ist was ganz, ganz Ruhiges. Oha, was haben wir denn hier? Der Schrein fällt auseinander. Für die Reparatur wird ein Seil benötigt. Der Fleckenbaumwaldschrein braucht 7 Lianen und 4 mal Zirn. Da doof, dass ich jetzt so viele Lianen habe verfüttern müssen. Naja, gut. Da müssen wir wohl auf die Suche gehen. Und dann muss man aus den Jahren hier vor allem auch Zonen machen, ne? Oh, da schwebt was. Hey, Kari. Und wen begutachtest du hier? Ah, Bumpexe mögen Lianen wirklich sehr. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Ich habe gerade vorhin ein paar damit gefüttert. Oh, habe ich noch einen Samen? Na, leider nicht. Muss ich wieder ein bisschen Sachs. Gras schneiden. Futter schneiden. Ui. Ein Kohlefuchs. Ein schwarzer Fuchs quasi. Uiuiui. Ui, ui. Na, hier würde ich keine Lianen finden, aber hier komme ich in ein neues Gebiet. Das muss ich im Kopf behalten. Dass ich das auch mal erkunden gehen kann. Jetzt schneide ich erstmal hier kurz das Gras. Genau darauf habe ich gehofft. Gleich ein Bäumchen pflanzen. Zirp, zirp, jawohl, ihr Vögelchen. Da ist noch Liliane. Und da ist auch eine. Da hinten ist auch noch mal eine. Nehmen wir alle mit. Und ich glaube, aus Futter konnte ich auch Zirn machen. Oder ging das nur mit Liliane? Schauen wir uns doch direkt mal an. Zirn aus Liliane und aus Futter. Super. Eins, zwei.
3. Mehr Lianen. Oder mehr Gras. Ich nehme beides. Nochmal eine Liane. Irgendwo vielleicht. Chill, chill, chill. Such, such, such. Da hinten ist nochmal eine. Glaube ich zumindest. Ja, sieht gut aus. Schnapp. Ich habe doch was gehört. Ja, miau. Irgendwo hier oben? Hallo. Komme ich nicht hoch. Da! Hey, du Kerlchen, du. Noch eine Katze gefunden. Ich bin mir nicht sicher, was es für eine war. Und ich sollte mal aus meinem warmen Wintermantel raussehen. Der Frühling ist da. Da kann man sich doch ein bisschen... luftiger kleiden, oder nicht? Aber den Schrein möchte ich noch reparieren. Ui. Ui, Gewitter. Ui, Gewitter. Hoffentlich werde ich nicht wieder angepfiffen, weil ich es repariert habe. Ah. Viel besser. Zap. Es ist schon lange her, dass ich eine Geisterseherin um den Schrein gekümmert habe. Oh. Am liebsten würde ich mich dir anschließen, da unsere Schicksale wohl verbunden sind. Na dann, tu das doch, Sap. Was bist du denn für einer? Das werden wir gleich mal sehen hier. Sap. Lebensraum an großen alten Bäumen. Persönlichkeit ruhig. Sap denkt, er sei ein Baum. Ich mag ihn. Ruhig klingt super. Könnte mal wieder jemand anders mitnehmen. Da ist er cool. Der miese Peter. Ich nehme mal wieder Leuchti mit. Weil Leuchti ist ein süßes Kerlchen. Ich mag Leuchti. Oh. Uiuiuiuiui. Ich glaube, beim nächsten Mal gehe ich das hier erkunden. Ich bin sehr gespannt, was da... Das klingt schon so gruselig. Sich da wohl verbirgt. Es bleibt spannend. Dann vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.